Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universa Alles und meinem allerersten Versuch einer Welteroberung, in dem Fall mit dem Osmanischen Reich, also eher auf der Schwierigkeitsstufe leicht von den Welteroberungen her. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Bisher schauen wir noch nicht allzu groß aus. Keine Ahnung. Ob das ein guter, schlechter Versuch ist, ich weiß es nicht. Und wir befinden uns in der Vorbereitung für den ersten großen, wirklich großen Krieg, und zwar gegen England. Noch befinden wir uns hier an der Seite von Kastilien im Krieg gegen Marokko, beziehungsweise eigentlich gegen Granada. Hier hinten marschieren wir mal kurz rein, aber wir werden jetzt den Krieg gegen England erklären. Wir sind hier unten auf 93% gesprungen. So, Großbritannien, wir rufen Kastilien mit rein wegen Übersee. Ich möchte nur halt den Krieg gegen England jetzt sofort erklären, weil Portugal nicht mit dabei ist. Und ich glaube, was die Übersee betrifft, ist das nicht schlecht. Deswegen, Krieg gegen England ist erklärt. Haben auch einen Krieg gerade anscheinend in... in den USA. Wir fahren hier mal rüber. Werden wir... Da ist der Krieg zu Ende. Ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, dass jeden Moment der Krieg zu Ende ist. Polen-Litauen hat mich als Rivalen bestimmt. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Portugal wurde nicht in den Krieg gerufen. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt möchte ich nämlich direkt hier rüber. Ich möchte mit Truppen direkt rüber. Ja, die nächsten 25.000 Mann sind da. Theodoro kann sich theoretisch, na, wir haben ja hier noch 25.000 Mann. Geht ihr mal darüber. Wir haben ja Truppen in der Hinterhand extra behalten. So, die nächsten. Rüber da. Gleich rüber. Oh, Moment. Wie gut steht meine Flotte da? Passt. Ist Labour gefallen. So, nächste Festung. Nächste Festung. Ja, keine Ahnung. Wir haben ja auch... Wir können Karte klauen. Karten stehlen. Und zwar von der amerikanischen Ostküste. Ne, können wir... Karibisches Meer, ja. Das hätte ich gerne. Okay, das ist jetzt nur hier. Wir sehen hier hinten 13 Kolonien. Wir sehen nicht allzu viel davon. Wir sehen nicht allzu viel davon. Ja, mal schauen. Also das wäre natürlich episch, wenn wir da irgendwo reinkommen würden. Aber ich glaube, das... geht nicht. Ich bin mir leider nicht ganz sicher. Okay, wir landen hier an. So, gleich mal hier rüber. Bisschen auf die Generäle aufpassen. Hier ist zum Beispiel keiner gerade drinnen. Wir haben gleich 75.000 Mann da drüben. Okay, hier gehen wir auch in die Tech rein. Und wir gehen nicht in die Militäridee, wir gehen in die Tech. Aber hier unten haben wir nochmal einen Haufen Truppen. Okay. Dich lassen wir mal kurz hier stehen. Du gehst schon mal. Geh mal zurück nach Konstantinopel dabei.
Okay, wir sind mit 75.000 Mann jetzt in England. Marschieren jetzt hier schon mal, brauchen wir einen Belagerungsanführer. Moment, wir haben hier Gaddick. Wir haben hier keinen, wir haben hier keinen. Dann kriegst du jetzt mal den hier. Es ist vollkommen in Ordnung. Rüber da. Wir stehen tatsächlich in London. Die lassen wir mal da stehen, die 50.000 Mann. Das war da hinten Teodoro. Toulouse mit Aragon, okay. Können wir denn noch, fällt mir gerade ein, irgendwelche Darlehen tilgen oder sowas? Schulden tilgen. Syrien. Boah, haben die alle viele Schulden, hä? Warum das? Warum das ist die Frage. Warum das? Wir könnten hier noch schnell Beziehungen verbessern. Hier haben wir dann die englischen Truppen. Da haben wir auch einen General drin. Dann werden wir uns doch mal die englischen Truppen etwas genauer anschauen, würde ich sagen. Kommen wir hier überhaupt rein? Nein, da komme ich gar nicht rein. Hier komme ich rein. Wir haben... Komm, wir schießen uns mal kurz hier durch. Ich möchte mir hier gerade die Chance... einen schönen Vibe. Na, bleib mal kurz hier. Könnte jetzt wirklich vernichtend gleich für England sein. Tja. Zack. Hier unten war es kein Vibe. Da war es leider kein Vibe. Trotzdem war das natürlich jetzt schon sehr bitter für England, was uns natürlich zugute kommt. Flotte bitte mal anlegen und reparieren. Können wir dich gleich upgraden? Das wird wahrscheinlich eh zu teuer sein, 1100, ja. Dann gehen wir hier oben mal in die Festung rein. Hallo, England. Und da ist jemand gestorben. Unterhaltarmee, Moralarmee, den wollen wir. So. England möchte auch schon Frieden. Wir gucken einfach nur mal ganz kurz. Ja, ich komme, wie ich schon befürchtet habe, nicht rüber. Ich komme nicht hinüber. Was ich halt sehr, sehr schade finde. Das interessiert mich halt alles nicht. Was würde ich denn haben wollen? Das da hinten? Für die Reichweite.
Das will England schon nicht. Das würden sie schon nicht mehr machen. Achso, wegen den Festungen. Ja, okay, komm. Wir werden hier hinten einfach mal alles besetzen. Das ist nicht das Problem. Wir werden jetzt ausnahmsweise mal kurz... Weiß sieht man selten bei mir. Akzeptieren. Das machen wir aber nur mit einer Armee. Dem Rest möchte ich bitte noch... So, welche ist das jetzt? Welche ich? Die hier. Dem Rest möchte ich noch kämpfen. Zack. Der nächste Vibe. Die 20.000 kommen an den Lancashire. Jetzt wollen sie nicht mehr. Jetzt wollen sie nicht mehr. Ein bedeutender Mann ist gestorben. Unruhe global. Inflation. Unruhe global. Naja. Was sagt denn unsere Inflation? Nichts. Nichts sagt unsere Inflation. Komm, nehmen wir die Unruhe mit. Nehmen wir die Unruhe mit. Wir haben zwei Generäle hier, die fassen wir jetzt trotzdem mal zusammen. Da ist einer drinnen, da ist keiner drinnen. Geh mal kurz darunter. So. Den Prestige 5 Legitimität, mach mal. Hier hätte ich jetzt gerne den Belagerungsgeneral. Geh mal da rein. Hallo, England. Wieso sind die jetzt einfach so mir davongelaufen? Was haben wir denn hier? 110, 105, 44, 37, 18, 19. Ja, also okay. Das ist ein Debakel für England. Kommen wir hier nicht weiter. Komm, durchschießen. Wir haben so viele Militärpunkte. Wenn wir irgendwas können, dann ist es belagern. Wenn wir irgendwas können, dann ist es belagern. Kommt. Bin sogar immer noch im Plus, obwohl ich hier gerade Zermürbung ohne Ende kassiere. Ah. Rein da. Rein da, England. So. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. In die Militärtech, ja. Wir können in die Militärtech. Sogar hier oben besetze ich. Geil. Problem ist bloß, warte mal, das ist Neufundland. Ich glaube, Karten stehlen. Tja, was wird das jetzt hier oben sein? Amerikanische Ostküste? Nordatlantik wahrscheinlich. Na, fast richtig. Fast richtig. Blau. Ah, Skandinavien, okay. Man könnte es natürlich auch, ich hätte auch nachschauen können, welches Gebiet das ist. Geht ja hier irgendwo Regionen. Kanada, Karibisches Meer wahrscheinlich. Kanada wäre es gewesen.
hätte man noch drauf kommen können. Da hinten die Festung brauchen wir auf jeden Fall noch. Desmond. Schließlich wollen wir... Das sind ja immer noch 21.000 Truppen. Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt sind die auch die weg. Jetzt sind auch die weg. Also die Festung hier unten brauchen wir auf jeden Fall noch schnell. Da kommen wir nicht drum herum. So. Desmond ist gefallen. So, England, was heißt es jetzt für uns? Wir können hier halt leider nichts nehmen. Wir sehen halt auch sonst nichts. Liegt es jetzt an der Karte, dass wir nichts nehmen können? Effektive Distanz. Hier könnte man noch. Heißt, wenn wir jetzt hier eine Provinz nehmen, dann sollten wir zumindest im nächsten Krieg hier drüben auch was nehmen können. Würde ich mal behaupten. Also England. Wir wollen auf jeden Fall Desmond von dir. Sollen wir uns London nehmen? Sollen wir uns London nehmen? Okay, würde zerstört werden, bringt uns, also an sich bringt uns der London Tower leider gar nichts. Wir können ihn auch nicht mehr aufbauen. Wäre denn hier, hier bestimmt noch irgendwas sein. Das ist doch bestimmt nicht nur... Echt? Ist sonst nix? Kein spezielles Gebäude? Okay. Ist ja schon ein bisschen krass. Will ich London? Wenn ich jetzt mal London abwähle und ich sag, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, ich übertreibe mal kurz ein bisschen. 100 aggressive Expansion. Würde ich mir auch zutrauen tatsächlich. Die Frage ist, will ich ganz Schottland? Ich glaube auch nicht. So, Mai bin ich dumm. Mai bin ich dumm. Toulouse. Könnten natürlich auch einfach hier Toulouse ein bisschen vergrößern. Was wiederum Punkte für uns spart. So, Desmond wollen wir auf alle. Na, komm. Es hat genauso viel aggressive Expansion, wie wenn ich da oben drei Provinzen nehme. Oder ganz Irland nehme. Ernsthaft? Frankreich, Großbritannien, Sardinien, Piedmont. Wir hätten in der Koalition
Großbritannien, Sardinien. Frankreich ist nicht existent. Mamelucke. Hört sich doch eigentlich... Wollen wir das alles, ist die Frage. Wir könnten es auch so machen. Dass ich hier erstmal Spanien abschneiden. Die Frage ist, möchte ich jetzt so eine große Koalition haben? Möchte ich eine so große Koalition haben? Könnten wir denn hier sonst noch machen? Kriegsreparation, ganze Geld. London natürlich plündern, ist klar. Mamelucke, Äthiopien, Frankreich, Großbritannien. Ja, es sind jetzt 86. Nur weil ich London plünder auch. Könnte ich auch alle, also die weiteren drei Provinzen hier nehmen und hätte die gleiche Koalition. Wenn ich London dafür einfach nicht plünder. Okay, jetzt ist es größer, weil ich muss London noch rausmachen. So, und die zwei Sachen. Dann machen wir es lieber so. Na, ganz Ding hier kriege ich halt nicht. Ganz Schottland kriege ich halt. Wenn ich ganz Schottland bekommen hätte, das hätte ich vielleicht gemacht. Einfach nur, weil es halt, ganz Schottland ist schon, ganz Irland. Einfach nur, weil es ganz Irland ist. Und wir nehmen mal die drei hier. Wir nehmen die drei hier. Okay. Wir nehmen das ganze Gebiet hier. Wir nehmen dein ganzes Geld. Wir plündern London nicht. Ich will noch Kriegsreparation haben. So. Gut. Läuft, würde ich sagen. Meine Flotte kommt mal bitte hierher. Du bleibst hier. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du kommst auch runter. Wir fahren euch dann gleich weg. Wir gehen mal hier. Ja. Ich muss euch dann sowieso mit den Schiffen wegfahren, was anders bleibt mir nicht übrig. Eine Stabilität, die werden wir natürlich nehmen. Vielen, vielen Dank. So, doppelter Militärzugang interessiert mich nicht die Bohne. Wir fangen mal an. Die ersten 25.000 Mann. Jetzt geht's hier hinter. Ja, wir werden jetzt hier öfter fahren müssen. Und was mich jetzt natürlich als erstes mal interessiert, nehmen die Macht mit. Kolonisierung. Ah, wir haben ja, wir haben noch nicht Flottenreichweite 475. 75. Wir haben noch nicht gecored. Ich glaube, das noch zählt das. Zählt das schon? Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Vielleicht müssen, ich glaube, wir müssen es ja scoren. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher mit dieser Aussage. Ein General ist tot. Unsere. So. Schiffe sind da. Heißt, wir werden hier mal die nächsten schon erholen. Wir können Staaten gründen, die roten Märkte. Werden wir tun in dem Fall. 20 Entwicklung ist mir genügend und wir haben Punkte. Von dem her alles in Ordnung. Kirchenstaat. Ein Gesuch von Marokko. Durch 10 Prestige. Uns da haben, ist mir doch wurscht, ob du das weißt oder nicht weißt. Mir vollkommen egal tatsächlich. Gut. Also das war doch schon mal ein Erfolg. Ja, besser wäre es wahrscheinlich, ich würde irgendwie versuchen über Portugal, da werde ich jetzt übrigens auch mal ein Spionagenetzwerk errichten, darüber kommen. Azoren, Karibik dann irgendwie so. Mal schauen, mal schauen. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn Portugal ebenfalls in dem Krieg gewesen wäre. Eigentlich wäre es besser gewesen. Steuernahmen. So, die nächsten Männer. Okay, 75.000 Mann sind schon fast dort. 25.000 lassen wir da hinten. Rest lassen wir mal in Toulouse. Heißt, jetzt könnten wir hier hinten anfangen. So, 1, 5, 3, neuer Nachfolger, zu schlecht. 4, 3, 2, 7, 9 Punkte, eigentlich zu schlecht. 2, 3, 4 ist halt auch nicht besser. Alles keine tollen Herrscher. Alles keine tollen Herrscher. Da ist ein General drinnen. Hier werden wir. Ja. Holen uns auf jeden Fall noch einen dritten General. So, 75.000 Mann sind da. Die nächsten 25.000 Mann kommen. So. Jetzt haben wir hier hinten definitiv Kernprovinz. Hat sich jetzt hier irgendwas getan? Nein. Doch. Wir können zwar immer noch nicht, aber es hat sich was getan. Hier können wir zum Beispiel jetzt. Okay, Kuba ist drinnen. Kuba ist drinnen. Sehr gut. Ah, da oben haben wir auch noch 25.000 Mann. Die können wir auch schon mal hier rüberfahren. Und dann stellen wir mal welche nach Konstantinopel. Und 25.000 lassen wir in Toulouse stehen. Okay, dann nächster Krieg wird definitiv jetzt Gujarat. Was Gujarat gegen sind, waren die nicht verbündet? Ist jetzt noch nirgends einen Anspruch fingiert. Oh, Mewa, bitte, was bist du für ein
Kackstart. Ernsthaft? Keinen einzigen Anspruch? Och, Mewa. Du bist doch zum Scheißen zu blöd. Ich meine, wir haben jetzt hier noch Guscherat. Eieieiei. Da hätten wir Hormus, Bengalen und Multan drin. Also Multan können wir wegnehmen. Bringt mir jetzt alles nicht so viel. Oh, das nervt mich jetzt gerade. Ich habe mich da ein bisschen sehr auf Mewa anscheinend verlassen. Was bist denn du hier? Guscherat. Eigentlich wäre mir der Krieg so ganz recht. Ich würde mich gerne hier durch Delhi und Jaunpur durchfressen. Aber eigentlich wäre es mir recht gewesen, wenn wenn Mewa einen Anspruch auf Jaunpur erhoben hätte. Multan sind und okay. Wir müssten eigentlich nur Multan den Krieg erklären. Jaunpur wird mitmachen. Wir erheben mal eben einen Anspruch auf Multan und ich hoffe mal, dass ich es bis zur nächsten Folge nicht vergessen habe. Jetzt ist nämlich Schluss. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.